die Stoppuhr und da wird genau getimt, wie lange hier gespielt wird. Also Rot und Schwarz spielen zusammen und Blau und Gelb, glaube ich. Ja, und da wird laut mitgezählt, das heißt, es muss eine bestimmte Anzahl an Kontakten immer geben. Bevor, glaube ich, der Abschluss kommen kann. Und Gnabry trifft für Blau. Davis hat ihn gerade noch gesehen aus dem Augenwinkel, hochgesprungen. Zusammenspiel. Die sozusagen aufgestellten. Oh, Pfosten. Die Stangen, die da noch stehen, die haben auf jeden Fall auch noch was zu sagen. Da müssen sie innerhalb durchspielen, genau, dann Doppelpass. Ja, das ist aus, also. Da wird Fonsi gefeiert, der Kanadier. Okay, läuft. Und Serge Gnabry nach der Auflage von Leroy Sané, was glaube ich. Stanisic gut gerettet. Fünfmal müssen sie, glaube ich. Ja, jetzt trifft Rot. Sadio Mané. Gnabry probiert da alles. Also. Also interessantes Spiel. Muss ich mir aber kurz in Ruhe anschauen, was das hier ist, aber. Den Abschluss ein bisschen verpasst. Aber weiter geht's. Leimer. Goretzka. Und Sabitzer trifft erneut für Rot. Masraoui, zentral, Goretzka, jetzt Abschlussmöglichkeit. Ah, Thomas Müller und Leon Goretzka spielen es da souverän aus. Ah, Tor muss direkt erzielt werden. Jetzt ging es darum, ob, glaube ich, der Ball direkt ins Tor ist oder ob er noch gestoppt wurde vorher. Und Videobeweis haben wir hier nicht, aber ich glaube, der war doch direkt. Aber Tarek Buchmann gerade, den ich eben mal angesprochen hatte. Da wird ganz schön reingegangen.
Pavard und Tell. Jetzt haben sie es hier raus, jetzt fallen nicht mehr so viele Tore wie am Anfang. Sabitzer mit dem Zwischensprint. Ah, sind mal geklärt. Und Buchmann wieder da gewesen in Blau. Gegen Mané und der findet Masraoui. Kimmich mit ein bisschen Autorität hat er den da unter die Latte gejagt. Da war die Zeit vorbei und hier warten sie natürlich auch noch ja, auf die dritte Halbzeit. Wir werden sicherlich nach Ende des Trainings alle nochmal vorbeikommen und hier Fotos machen. Ja, ich glaube, man freut sich auch wieder, dass man hier zu Gast sein darf, nachdem es ja nicht immer geklappt hat in den letzten Jahren. Auch der Kontakt zu den Fans natürlich nicht so eng sein durfte. Ihr wisst alle warum. Also dann freut man sich, dass man dann einen schönen Samstagabend wie jetzt bei Temperaturen, die immer noch über 25 Grad liegen, mit einem wunderschönen Bergpanorama im Tegernsee ist und dann auch nochmal ein bisschen mit den Fans interagieren kann. Und ihr seht es, es ist natürlich auch die zweite Trainingseinheit des heutigen Tages, die hier stattfindet. Es ist immer noch warm. Es sind nicht die Riesenhüte wie beim Pferderennen, die hier sind, aber immerhin noch ein paar kleinere Käppis, die zum Zufächeln der Luft benutzt werden können, weil es wie gesagt immer noch sehr schwül ist am Tegernsee, aber das ist der Sommer in Bayern, der weiß-blaue Himmel. Heute mit wenigen Wolken, aber ihr seht es unten, die Schatten, sie werden doch ein bisschen länger, also es geht in die Abendstunden rein. Temperaturen werden erträglicher, sicher angenehmer für die Profis als heute Morgen noch an der Säbener Straße, da stand die Hitze richtig. Da sehen wir es. Tuchel geht da in die Übung auch mal rein, um zu zeigen, wo er den Pass hinhaben will. Also welche Spieleröffnung er sozusagen hier sieht. Also. Vielleicht ist das ja auch hier was für einige Trainer. Da sind sicherlich, die Grüße gehen raus, viele Trainer, viele ehrenamtliche Trainer, viele Jugendtrainer, die heute uns zuschauen. Also, ich weiß auch, wovon ich rede. Also, euch natürlich ein riesen Dankeschön dafür, was ihr für einen Einsatz macht. Ich weiß auch wieder, wie viele heute Jugendturniere von der F-Jugend bis ganz nach oben in ganz Bayern heute waren. Und ihr mit an der Seitenlinie standet, jetzt vielleicht zu Hause beim Grillen seid, nochmal das iPad angeworfen habt, um hier mitzuschauen. Also vielen Dank dafür. Diese ganzen Trainer, Verantwortlichen, die bei den Teams dabei sind, die Mütter, die Väter, die ihre Kinder zum Fußball bringen. Also nutzen wir doch einfach mal jetzt hier auch dieses Training, um dafür Dankeschön zu sagen. Und vielleicht kann man sich da auch noch die einen oder anderen Kniff als Trainer abschauen. Auch gerade bei einem, ja, beim Thomas Tuchel, der zweifelsohne eine Riesenkoryphäe ist. Und hier sehen wir aber auch, was er nochmal für ein Team hinten dran hat. Das ist dann auch nochmal der medizinische Betreuerstab. Der zweite von rechts, das ist ihr Chef. Ist Professor Dr. Holger Broich. Aber da gibt es noch viel, viel mehr, die hinten dran sind. Das Ärzteteam, die Fitness- und Reha-Thema, die Physiotherapeuten, Spielanalysten. Also das ist ein riesiges Team. Die Zeugwarte, Busfahrer, Teammanagement um Kathleen Krüger, die auch einen riesen Job macht, den man aber nicht unbedingt immer so viel sieht. Also das Team hinter dem Team, das ist genauso groß
wie die Spieler, die ihr da unten seht, die sich darum kümmern, dass hier einfach die beste Leistung, das bestmögliche Training, möglichst wenig Verletzungen, dass dieses alles sozusagen ineinander greift. Das ist einfach mittlerweile auch ein Mannschaftssport außerhalb der eigentlichen Mannschaft. Also die Jungs werden heute sicherlich gut in ihren Hotelbetten schlafen, was sie heute hier an Kilometern runtergespult haben, da im Training schon. Immer wieder. Jetzt Paul Wanner da, der dann nochmal drauf geht. Und dann kommt der Ball von der Seite rein. Scholt Löw, der da oben die Bälle reinbringt. Gut zu erkennen, er ist der aus dem Trainerteam neben Thomas Tuchel, der noch ein Käppi hat. Der ohne, das ist dann entweder Anthony Barr oder Arno Michels. Barr jetzt nicht im Bild gewesen. Die sind auf jeden Fall auch dabei, stehen meistens an den Ecken, da oben sehen wir sie und beobachten das Ganze, bringen die Bälle nochmal rein, bringen aber auch einen anderen Blickwinkel für Thomas Tuchel nochmal, den er da nicht hat, vielleicht von unten. Da sehen wir es schon, da gehen sie schon manchmal auch ein bisschen härter rein, auch die Jungen hier wie Kabadai war das gerade gegen Kimmich. Kam dann kurz ein bisschen noch die Entschuldigung hinterher, aber da ist der Jungspund. Oh, Sabitzer. Richtig schönen Trick. Und Leon, der dann vollendet. Leon Goretzka. Wenn man hinter ihm steht, da wird es dunkel. Was für ein breites Kreuz. Und Tuchel, unten sehen wir es, hat auf die Stoppuhr geschaut. Das war jetzt, glaube ich, genau eine Viertelstunde, die sie dieses Spiel von mir gemacht haben. Da gibt es aber von außen den Applaus der Zuschauer, weil das war schon ganz schön intensiv. Hier sehen wir es. Ganz jungen Fans des FC Bayern München. Aber ist noch nicht vorbei. Also, das geht nochmal weiter. Kurze Pause. Teams werden hier, glaube ich, jetzt ein bisschen gewechselt. Und dann geht es nochmal eine Runde. Mal schauen, wie viel sie hier vorhaben. Also wir sehen es an den Spielern. Da läuft schon noch der Schweiß runter. Also, das sind anstrengende Einheiten, die hier natürlich am Anfang auch diese Kraftreserven eben aufbauen für eine ganz lange Saison, die ansteht. Und die, wie gesagt, da geht es eben auch darum, dass man am 34. Spieltag in der letzten Spielminute, wenn man eingewechselt wird, die Kraft hat oder den Pass nochmal rauszuspielen auf einen Musiala oder eben nochmal in die Mitte ziehen kann und dieses entscheidende Tor erzielt. Also genau diese Grundlagen, die werden hier eben gelegt. Also 5 Ballberührungen, dann darf man direkt abziehen. Guerrero mit der Balleroberung. Da streichelt er den Ball kurz mit der Sohle, aber ärgert sich dann, weil der Pass auf Kimmich nicht so präzise war. Und Wanner, nennen wir das mal kompromisslos. Hier sehen wir ihn. Nur ein ganz junger Kerl, aber das ist so einer.
der alles Talent, was es gibt, in sich vereint hat. Linksfuß hat übrigens einen Tag vor Weihnachten Geburtstag, Wolwana, am 23.12. im Jahr 2005. Da können Sie mal überlegen, dass der dieses Jahr seinen 18. Geburtstag erst feiert. Also und hier schon mitspielt mit im Konzert der ganz Großen. Oh. Und jetzt hier das nächste Tor erzielt, also Paul Wanner, auch das einer, der von hinten nachkommt. Der Druck macht auf die Etablierten. Der, ja, vielleicht, er hat ja schon mal gespielt in der Champions League sogar. In der Vorrundengruppe letztes Jahr eingewechselt worden und dann aber, wenn ich mich nicht täusche, sogar als Linksverteidiger die letzten Minuten gespielt bei seinem Champions League Debüt. Aber eigentlich eher Kategorie Spielmacher, offensives Mittelfeld, links außen, also oder linkes offensives Mittelfeld ist, glaube ich, so gefühlt seine Lieblingsposition. Und hier war er wieder dran mit dem Torabschluss, aber er holt und seine Mitspieler den Ball zurück. Also da ist selbst jetzt noch richtig Dynamik drin. Gnabry und Sané im direkten Duell. Aber die beiden ja gut befreundet. Ja, jetzt geht's schnell. Pavard bringt den Ball raus. Also die Gelben jetzt gerade mit einem Lauf. Thomas Müller, Sané, Wanner und dann in letzter Sekunde gestört worden. Also auch dieses, ja, Wettkampfdenken hier von Fonsi was. Der wollte da jetzt nicht den nächsten erzielen. Erzielt bekommen, sondern wollte ihn selber erzielen, wie jetzt gerade. Auch Tell, der da reingrätscht. Müller gegen Guerrero, aber da bleibt der Portugiese stabil. Müller hat sich da mal vorsichtshalber entschuldigt. Ich glaube, da hat er ihn leicht erwischt. Hier, Jamal Musiala. Dann gleich mit dem Tor auf Vorlage von Leon Goretzka. Das sind schon komplexe Trainingsformen, Spielformen, die sie hier machen, aber das soll alles dazu beitragen, im großen Spielen oder in jedem Spiel, das sie quasi haben, dann einfach sozusagen die Automatismen auch zu schulen. Kurze, schnelle Pässe. So, 5 Kontakte und dann kann es Richtung Abschluss gehen. Muss aber direkt sein und muss nicht der Blaue sein, sondern kann auch der Schwarze sein. So. Das zweite waren jetzt nur noch mal 5 Minuten oben drauf gelegt. Gas gegeben. Also auch das alles Absicht. Und quasi eine Viertelstunde Vollgas, dann kurze Pause. Dann noch mal 5 Minuten. Und heute im Vormittagstraining, da ging es danach nochmal eine Laufübung von Professor Dr. Broich, die er noch parat hatte, die sich, glaube ich, nicht unbedingt jeder freut, aber die auch dazugehört. Mal schauen, was sie jetzt noch haben. Also ich bin jetzt mal kurz leise, vielleicht kann man da das ein oder andere aufschnappen, was hier noch geredet wird.